Freunde, Sky YouTube Sports. Servus. Grüßt euch. Jawohl. Neues Unboxing. Jawohl. Ich habe mir was gekauft. Nicht für mich, sondern für meinen Mitbewohner, ja, wo ich das Hausmädchen verspiele. Und ja, da geht's weiter. Da haben wir das nette Paket. Ja, ihr könnt es ja schon lesen, ne? Genau. Und das ist ein hohes Paket. Ich bin mal gespannt, was mich erwartet, was da drin ist. Oder wie das da drin ist, wie das. So, wir fangen einfach mal mit dem Unboxing an. So, oh, das Messer ist scharf, muss ich sagen. So, jetzt muss ich mich drehen. Links Kamera, rechts Messer. Oh. Das Messer weg, aufmachen. Scheiße. Oh no. Und hier haben wir die Auflistung. Wie wird das zusammengebaut? Ach du Scheiße. Na, das kann ja was werden. Da sieht man dann halt, wie viele Einzelteile dabei sind. Alles einmal. Eieieiei. Seht ihr da drauf, wie viel davon ist? Wie viele Stücke man hat? Nee. Ja, hier ist auf jeden Fall irgendwie alles drin, ne? Oh Mann. Machen wir nach außen. Ja, ich hoffe doch. Aber das ist ziemlich dünn. Das ist ziemlich, ziemlich dünn. Der beißt er sich höchstens eher an die, hier hast du, die sind, ja, gut, für den Preis kann man nicht wirklich, ja, hier, das ist gut, da kann er dann kratzen. Aber das hier oben ist dann eher wieder uncool. Hier, da, weil ihr seht, habt direkt die Pappe da und hier hast du dann das Material. Da unten sind jetzt die anderen Dinger. Manu. Okay, das ist einfach nur so. Oh Mensch, ey. Gut, das Ding hat mich ja auch nicht viel gekostet, waren knapp 42 Euro. Da ist eine Matte, da kann er sich dann reinlegen. So ein Korb, ne? Oder können wir ein bisschen Basketball spielen? Kommt alles Basketballspiel vorbei? Ja, noch mehr. Da muss ich mal gucken, wie das zusammengebaut wird. Das kann ja noch heiter werden. Da habe ich noch ein bisschen was vor. Genau, das brauchen wir dafür. Sonst geht es nicht weiter. Ja. Erstmal alles auspacken. Ja, jetzt sieht das aus. Alles ausgepackt. Eine Hängematte, was ich reinhängen kann. Da habe ich die anderen zwei Bretter. Hier oben habe ich dann noch diesen Tunnel. Der ist ein bisschen klein, muss ich ganz ehrlich sagen, für so eine große Katze. Ja. Und hier auf dem Zettel sieht man dann halt, jetzt muss ich mal nach Dings gucken, wie das Moped aufgebaut wird. 3 Tage später.
Ein paar Sekunden später. Ja, ich hol die super scheiß Platte drauf. Guck mal den Rum rein. Und eben mit meinem Sachen. Naja, mein Handy hat fast komplett aufgenommen. Ich habe jetzt natürlich noch dies hier montiert, hier oben. Das hat es jetzt nicht aufgezeichnet, da ging es irgendwann aus, das blöde D. So, ich will eine andere Position suchen, damit ihr von da aus weiter gucken könnt. Und ich denke mal, ja, ich lasse das von unten, ich muss so ein bisschen schräger stellen.
Ich hoffe, ihr seht das auch gegen das Licht. Ja. Geil, oder? Sieht auch gut aus. Ja, mit so einer Treppe irgendwie was kaputt gegangen hier. Es ist hier ein bisschen gebrochen. Ist das schon wieder lose? Egal, muss ich vielleicht immer von außen mit so einem Metalldings fixieren. Ja, das geht auch nicht weiter rein. Ist aber fest. Das ist die Hauptsache. Naja. Ich hoffe doch, ihr findet Gefallen an dem Ding. Nur für 42 Euro kann man nicht meckern. Muss man sagen, ich gebe das Geld nicht für teure Sachen aus. Und behaupte, das wäre ein Produktplacement. Das habe ich selber gekauft. Da bin ich stolz drauf. Ich habe das selber gekauft oder das geschenkt gekriegt. Da ist immer noch so ein Selbstwert-Dings ist dabei. Und das andere ist halt. Und? Nein. Aber ich hoffe doch, dass er sich damit begnügt. Und wenn nicht, in kürzester Distanz, ich denke mal so 2 Wochen noch so ungefähr, habe ich dann auch so einen Mini-Krieger noch rumfliegen wie ihr. Wenn wir dabei kommen, ich weiß noch nicht. Aber dann habe ich wenigstens eine Plattform, wo sie sich mit begnügen können. Aber das Niveau wird wahrscheinlich nicht lange halten, weil es ist nur ein billiger Stoff, der oben drauf ist. Es ist nicht mal festgeklebt. Dann hat er mal über den Krallen und allerdings dann zieht er das ganze Ding in. Dann ist das hinter dem Bolt das dann und da muss man wahrscheinlich hinterher mal aufschneiden, Kleber drunter sprühen und dann festmachen. Mal gucken. Ja, so, ich hoffe doch, dass das okay ist. Für meinen Kater denke ich nur, dass das hier oben so ein bisschen klein ist, ja. Man merkt ja auch oben die Schrauben. Das ist auch uncool, absolut uncool. Aber man kann ja dann noch eine Decke drauflegen oder sowas. Von daher. Doch, jetzt nicht da, aber. Ne, Dicker? Hätte jetzt gesagt, warum macht er das? Herr Dicke, der war die ganze Nacht unterwegs. Deswegen pennt er jetzt. So, und ja, so sieht das Ding an der Wand aus. Ich denke mal, von der Optik passt das ziemlich gut. So, in dem Sinne, Freunde, Frodos neuer Katzbaum. Er guckt schon so, hier, Dika. Er hat es nicht wahrgenommen, bin gespannt, das erste Mal beschnuppert. Also, Leute, ich würde sagen, das war fürs Unboxing. Kratzbaum, Weinrot. Ja, 42 Euro. Wir gucken, wie lange es hält. Und ich würde sagen, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und ciao.